Sie sehen einen Clip von Scheidweiler PR. Ja, wunderbar. Schön, dass ihr alle dabei seid heute. Wir werden uns so eine gute Dreiviertelstunde mit dem Thema PR beschäftigen. Unter der großen Überschrift PR for Everybody and Company möchte ich einfach ein paar Ziele, Chancen und Instrumente vorstellen, um einfach auch Kleinunternehmen, Gründern etc. die Chance zu geben, auch sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, mal zu wissen, was man so machen kann und auf der anderen Seite auch mal so einzuschätzen, was das auch kostet. Also ihr könnt mich gerne auch löchern, was einzelne Services kosten und gerne auch nachhaken. Ich gehe davon aus, ihr seht die Präsentation, weil ich keine Fehlermeldung bekomme. Ne? Ja? Passt? Ja. Gut. Wie gesagt, fange ich an, nochmal euch ein bisschen aufzuklären, was ist überhaupt PR, was kann PR für mich tun. Dann erkläre ich so ein bisschen, welche Instrumente es gibt. Das Stichwort lautet Multi-Channel Publishing. Dann zeige ich, wo ihr eigene Ideen findet und erkläre euch auch mal, wie das Budget so aussieht. Kurz zu mir, ich habe hier ein unglaubliches Bild. Ich erkenne immer wieder, dass das Bild auch leider sehr alt ist. Ich finde, da sehe ich unfassbar hübsch aus, heute nur noch unfassbar. Gag am Rande, Humor ist nicht meins. Aber ich bin seit 2011 freiberuflicher Kommunikationsberater und habe parallel eine Unternehmensberatung für Employer Branding und Personalmarketing. Das sind aus meiner Sicht zwei Dinge, die sich sehr, sehr gut kombinieren lassen. Ich habe in München und in Hagen Staats- und Rechtswissenschaften studiert und war als Offizier in der internen und externen Kommunikation in Afghanistan und im Kosovo tätig. Wäre ein anderes Webinar, was die Bundeswehr da gemacht hat. Habe damit 15 Jahre Erfahrung in Funktion der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich liebe und ich mache sehr gerne die Themen Krisenkommunikation und Litigation PR. Krisenkommunikation könnt ihr euch alle vorstellen, wenn im Unternehmen irgendwas schiefläuft. Ich hatte zum Beispiel einen Arbeitsstreit beim großen Kunden bei 400 Mitarbeitern, da ging es gegen die Gewerkschaft und dann war ich für das Unternehmen da und habe dabei beraten, wie man nach innen auf die Belegschaft und nach außen mit Journalisten und Medien arbeitet. Spannende Themen, Krisenkommunikation, großartig. Das zweite kennt ihr vielleicht noch nicht so gut, Litigation PR, das ist sogenannte prozessbegleitende PR. Sowas, was der Kachelmann hatte, irgendwie eine Anklage, weil er angeblich Frauen belästigt haben sollte oder sowas. Und dann muss man in einem Prozess natürlich auch kommunizieren drumherum, sei es auch als Konzern, sei es Unternehmen, dass man da in einem Gerichtsprozess ist. Und der Begriff dafür ist Litigation PR. Dadurch, dass ich eben auch Jura und PR kombiniere, ist das natürlich ideal für diesen Aufgabenbereich. Vielleicht auch was Persönliches noch ganz kurz. Bergsteigen, Klettern, Skitouren. Deswegen wohne ich auch aktuell in Tirol, also quasi im schönen Österreich und habe hier beste Möglichkeiten und nutze die natürlich jetzt auch gerade. Wer möchte, kann sich dann gerne bei mir bei Xing und bei LinkedIn vernetzen. Darüber hinaus gibt es auch weitere Kanäle, die ich natürlich anbiete, sei es Twitter, Facebook, YouTube etc., wer noch mehr über mich wissen möchte. Und jetzt steigen wir auch mal direkt ein, was überhaupt PR heißt. Es gibt die Deutsche Public Relations Gesellschaft, das ist die DPRG, wie jeder andere Branchenverband. Und hier reden wir über das bewusste, geplante und dauerhafte Bemühen. Und wir haben schon gehört, Vertrauen zwischen Unternehmen, Organisation oder Person. Also es können auch Einzelpersonen sein, die gute PR machen. Denken wir an Elon Musk beispielsweise. Klar, natürlich ist er eine Organisation irgendwie mit Tesla, aber er ist natürlich auch eine einzelne Person. Und daher kann es auch um Einzelpersonen gehen. Ein wichtiger Punkt ist aber auch das Bewusste. Also es geht nicht darum, dass man das Zufällen überlässt, sondern auch gezielt überlegt, was ich über mich vermitteln möchte. Und eine gewisse Planung ist dabei. Was man oftmals das Gefühl hat, wenn ich über Kunden mit Kunden zusammenkomme, die wollen sofort Erfolge haben. Und das geht in der PR eben nicht so, weil ihr wisst alle, wenn man Vertrauen aufbaut, geht es um regelmäßigen Kontakt und regelmäßiges Sehen und deswegen reden wir auch über dauerhafte Beziehungen. Wenn ich ein Projekt starte in der klassischen PR, dann sage ich dem Kunden auch immer, lass uns erstmal ein Jahr zusammenarbeiten, bevor wir überhaupt Ergebnisse sehen, weil kurzfristig lässt sich mit Pressearbeit oder den anderen Instrumenten, die später kommen, wenig bis gar nichts erreichen. Was kann ein Unternehmen überhaupt erreichen? Ihr seid jetzt links oder ihr seid eben, wie gesagt, eine Person, ihr seid eine Behörde, ihr seid ein Verband. Ihr könnt verschiedene Dinge erreichen und ich habe das mal so kategorisiert, das ist eine Grafik, die auch von mir selber ist, dass man drei Bereiche bedenken kann, wenn man PR macht. Und zwar kann man einerseits über den Umsatz sprechen.
Also, dass man wirklich damit Geld verdient, da gibt es auch eine Definition für, wenn man über die Wertschöpfung in der PR denkt. Da redet man vom sogenannten Outflow. Und da reden wir zum Beispiel darüber, mit PR kann ich die Kundengewinnung verbessern. Ich erreiche auch vielleicht völlig neue Zielgruppen, die ich bisher durch mein einzelnes konkretes Produkt nicht erreicht habe. Beispiel Babynahrung. Babynahrung ist ideal für Babys. Aber für wen könnte Babynahrung noch interessant sein? Auch Menschen, die keine Zähne haben. Das heißt, für alte Leute. So könnte man versuchen, durch die Babynahrung auch, also durch PR auch die Babynahrung bei älteren Menschen genauso zu platzieren. Parallel dazu natürlich die Stärkung der Kundenbindung durch die regelmäßigen Kontakte. Ein zweiter großer Bereich, den PR kann, und das ist eigentlich auch der wichtigste Bereich, eben eure Reputation on wie offline aufbauen. Und wenn man über die Reputation redet, reden wir eben von dem Transport eines positiven Images. Das heißt, das Image, was Sie auch draußen vertreten wollen, Ihre Eigenschaften als Unternehmen. Sie generieren Vertrauen durch regelmäßige Inhalte in den unterschiedlichen Kanälen. Und erfülltes Vertrauen oder ein erfülltes Image ist eben die Reputation, die entsteht. Weil selbst wenn Sie jetzt schaffen, irgendwelche Bilder draußen zu transportieren, nehmen wir das jetzt mal das Beispiel, ja, vielleicht sogar Tesla, was irgendwie als E-Mobilitätstreiber irgendwie ein positives Image haben sollte, erfüllt vielleicht gerade nicht das Vertrauen, wenn die irgendwo in Brandenburg irgendwelche Umweltschutzregeln umgehen wollen. In dem Moment wird das Vertrauen erschüttert und entspricht nicht dem Image. So entsteht keine Reputation bei Tesla. Und die Kombination von Vertrauen und Image endet in der Reputation. Und grundsätzlich können Sie durch die unterschiedlichen PR-Maßnahmen natürlich Ihre Markenbekanntschaft steigern in der Öffentlichkeit, bei der Presse, bei Medien und Ihren gewünschten Zielgruppen. Und der dritte Bereich, das ist dann eben der Bereich Organisationsentwicklung, der Bereich Personal. So, hat es hier geklingelt? Kommt da jemand rein? Nee. Das ist tatsächlich schwierig, Daniela immer parallel reinzugucken, wer da noch kommen könnte. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und zwar, wenn wir über Personal reden und deswegen auch Employer Branding und Personalmarketing und Recruiting. Durch gute PR-Maßnahmen, die Instrumente funktionieren da genauso. Wenn wir jetzt später über Facebook reden oder über die Webseite oder über YouTube oder über Messen, genau diese Instrumente lassen sich eben auch auf den Bereich Personal übertragen. Die Gewinnung qualifizierten Personals zum Beispiel, die Bindung von Mitarbeitern durch interne Kommunikation, aber auch dann die Motivation von Mitarbeitern durch die richtige interne Kommunikation. Und so decken wir eben mit den Instrumenten der PR, mit den Methoden der PR ganz viele unterschiedliche Ziele ab. Kommen wir nämlich jetzt zum Prinzip der Unternehmenskommunikation. Und zwar möchte ich einmal die ganzen Teilbereiche vorstellen, die es hier so gibt. Ihr seht, das baut sich jetzt ganz gemütlich auf. Ich möchte die auch gar nicht alle im Detail jetzt aufzeigen. Ups. Ihr seht nämlich jetzt hier, wie viele unterschiedliche Prinzipien und Teilbereiche der Kommunikation es gibt, wo PR-Instrumente helfen können. Die Abkürzung CSR zum Beispiel, die wird euch wahrscheinlich wenig bis gar nichts sagen. Aber es gibt viele Mittelständler, die ich kenne, die sich mit diesem Thema beschäftigen. CSR heißt nichts anderes als Corporate Social Responsibility. Das heißt Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Sei es, dass ein Hotel beispielsweise die lokale Schule unterstützt mit Essen oder indem man einfach mal Flüchtlinge unterstützt oder beispielsweise Umweltschutz sich engagiert in der eigenen Gemeinde oder im Sportverein. Das sind so CSR-Themen. Und CSR-Themen sind aber auch wieder PR. Weil in dem Moment arbeite ich ja auch wieder dauerhaft an einem guten Verhältnis zur Öffentlichkeit. SEO an sich ist eher ein technisches Thema, hängt aber ganz entschieden mit dem Feld darunter, mit dem Content-Marketing zusammen. Den Content-Marketing, den Begriff habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und Content-Marketing ist ja nun mal nichts anderes, als eben sinnvolle Inhalte für Zielgruppen bereitzustellen. Und das ist wieder PR. Und gutes Content-Marketing führt wieder dazu, dass man gute Suchmaschinenoptimierung hat. Also im Web besser gefunden zu werden. Ich hatte unten, also was habe ich noch an Themen? Pressearbeit ist klassisch. Ja, Lobby beispielsweise. Lobbying, komme ich später auch nochmal zu. Lobbyarbeit oder Public Affairs. Wie kann ich mit Politikern oder mit Verbänden zu arbeiten? Wie kann ich die einbeziehen in meine Tätigkeit?
Auch wenn ich ein Gründer bin zum Beispiel, kann ich sagen, ich arbeite oder ich richte mich an den Landrat und beziehe ihn ein zur Begrüßung meines neuen Standortes beispielsweise. In dem Moment entsteht eben auch PR. Man baut Beziehungen auf mit dem positiven Image, hoffentlich positiven Image des Landrates oder des Bundestagsabgeordneten etc. Und die anderen Kommunikationsthemen, Krisenkommunikation, Litigation, PR habe ich schon da unten genannt. Und unten, das zweite von rechts, Influencer Relations, ganz bekannt, mit YouTubern zusammenzuarbeiten, mit Bloggern zusammenzuarbeiten. Das sind auch ganz wichtige und zunehmend relevante Tools für die PR, die euch nutzen. Wenn ihr wisst, da ist jemand, der Interesse an euren Produkten, Dienstleistungen, Services hat, nutzt den als Testimonial, als Gesicht für eure Marke. Und so entstehen eben Influencer Relations. Jetzt komme ich ein bisschen zur Theorie. Das hat auch ein bisschen so einen Webinar-Charakter, bevor wir natürlich dann auch in die Praxis einsteigen. Und zwar, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite oder auch die Zusammenarbeit beginne, beginne ich immer mit dieser Folie, die ihr jetzt seht. Und zwar erkläre ich immer, und das gilt ja für euch, ihr seid das Unternehmen, ihr seid der Arbeitgeber vielleicht. Und auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Zielgruppen. Alt, jung, Mann, Frau, gewerblich, kaufmännisch, Akademiker, Hauptschulabschluss, große Stadt, kleines Dorf, Snowboarder, Skifahrer, Fußballer, Basketballer etc. Das sind Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Bedürfnissen, Eigenschaften und eben auch Kommunikationsverhältnissen. Also wie arbeite ich mit welchen Kanälen? Wir sehen, es gibt nämlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Kanälen, um eure Zielgruppen zu erreichen. Selbst die ganz großen Unternehmen wie Daimler oder Siemens oder Allianz nutzen nicht zwingend alle Kanäle gleichermaßen gewichtet. Es kommt für euch in der PR eben darauf an, die richtigen Kanäle für die Zielgruppe auszuwählen. Was ich oft erfahre ist, wenn ein Geschäftsführer oder ein Manager oder ein Inhaber sagt, ja, wir müssen dieses TikTok machen, das nutzt mein Neffe oder meine Nichte oder mein Sohn oder wer auch immer. Und dann frage ich immer, ja, warum denn? Ja, das ist total hip und cool. Ich sage, ja, aber eure Kunden sind irgendwie 50 plus X. Dann macht das keinen Sinn. Da würde das Geld verbrennen. Und deswegen, da muss man genau gucken, was zu meinen Zielgruppen passt an Kanälen. Aber es gibt natürlich gewisse Standards, die ich habe. Ein Standard heute immer noch ist eben die professionelle Webseite verbunden mit nach Möglichkeit vielleicht auch einer kleinen News-Section, einem Blog. Ein Blog, das klingt ein bisschen größer, aber dass man Nachrichten aus dem Unternehmen aufbaut und so regelmäßig Neuigkeiten liefert für die Zielgruppen, die man hat. Bei der Webseite werde ich oft gefragt, welches Tool oder welches sogenannte Content-Management-System man nutzen soll. Und da rate ich eben für kleinere Unternehmen in der Regel oder auch für mittlere Unternehmen zu WordPress. Das könnt ihr euch aufschreiben. WordPress ist ein Standard-Webseiten-Tool, mit dem man sehr viel Freiheiten hat, was die Gestaltung angeht. Es ist nicht zu aufwendig, es ist nicht zu teuer. Die Investitionen, wir haben ja auch gesagt, wir reden über Budget, liegen bei einer WordPress-Webseite, wenn wir die letzten WordPress-Webseiten angeboten haben, in einer gewissen Größe, hängt natürlich an der Ausgestaltung ab, liegen um die 10.000 bis 15.000 Euro, so minimal, und je nachdem, was an Arbeiten kommt, und dann wird es natürlich auch teuer. Der nächste Bereich, und jetzt wird es schon spannend, ist das für unsere Zielgruppen interessant? Social Media. Ich meine, das ist ganz viel. Facebook, Instagram, TikTok. Da stand bis vor einem Jahr, stand da auf der Folie immer noch Snapchat. Jetzt frage ich euch, spielt Snapchat noch eine große Rolle? Oder gibt es Twitter noch? Also, oder wird Twitter überhaupt genutzt für die sozialen Medien zur Zielgruppe? Bei den privaten Social Media ändert sich auch ständig irgendwas. Also es gibt unterschiedliche Gewichtungen. Bei mir selber ist es jetzt zum Beispiel so, dass Instagram viel wichtiger geworden ist als Facebook. Und da konnte der Kanal, also wenn man Menschen wie mich jetzt erreichen möchte, Menschen mit Mitte 40, Akademiker, selbstständige Unternehmer, eventuell könnte es interessant sein, eher über Instagram auf mich zuzugehen als über Facebook, Kontaktpunkte zu bieten. Dann haben wir den Bereich der Business-Netzwerke, Xing, LinkedIn, kennt ihr. Und wer noch nicht da ist, sollte sich auf jeden Fall langsam mit LinkedIn beschäftigen, weil das läuft Xing eindeutig den Rang ab. Während wir vor einigen Jahren noch so ein Verhältnis von,
ja, 4-1 hatten, also Xing zu LinkedIn in der Dachregion, ist es jetzt, glaube ich, fast schon 1-2. Also ich glaube, LinkedIn hat doppelt so viele Nutzer in der Dachregion wie Xing inzwischen. Xing hat viele Fehler gemacht und deswegen, wenn noch nicht bei LinkedIn ist, sollte da natürlich ein privates Profil einrichten, aber auch eine Unternehmensseite für sein Unternehmen. Also Kontaktpunkte bieten, Vertrauen aufbauen, Reputation. Dann haben wir den Bereich Multimedia. Da rede ich über YouTube insbesondere. Kleine Filme, kleine Clips, technischer Kanal. Etwas aufwendiger natürlich als die anderen Kanäle. Aber ich kann natürlich multimedial, emotional tolle Geschichten erzählen. Und deswegen ist YouTube vielleicht für jüngere Zielgruppen auch interessant. Ich kann Produkte erklären und so weiter. Dann Events messen. Kann mal jemand rein? Sagt, wenn eine Frage ist, bitte unterbrechen auch. Keine? Gut. Wir haben Events messen, Direktmarketing. Da brauchen wir, glaube ich, wenig zu sagen. Ambient Media. Da werden wahrscheinlich die ersten Fragezeichen hier aufpoppen. Ambient Media sind großartig. Das sind Stadtmöblierung beispielsweise. Griffstangenhänger in Bussen und Bahnen. Oder mein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel sind die Poster über den Pissoirs auf Toiletten, auf Toiletten über den im Kino beispielsweise. Kennt ihr die alle? Und auf Frauenkabinen weiß ich das ja auch. Ich meine, man steht im Zweifel 45 Sekunden oder je nach Alter auch ein bisschen länger da. Und und ich gucke auf dieses Plakat und ich kann nicht weggucken. Das sind sogenannte Ambient Media, also Medien, die in meinem persönlichen Umfeld auf Kontaktpunkte bieten. Und hier kann man halt auch gucken, als lokales Unternehmen gerade, ob es da Möglichkeiten gibt, Ambient Media zu schalten. Und dann haben wir den ganzen Bereich Online-Werbung, Affiliate-Marketing, Anzeigen, Advertorials werden auch ein eigener Vortrag. Bewertungsportale sind auch ganz wichtig und klassisch, gehört auch zur PR dazu. Kann man auch mal sich googeln, wo werde ich überhaupt bei Kununu bewertet? Bin ich bei Kununu? Wusste ich noch gar nicht. Das hängt nämlich gar nicht von Ihnen ab, sondern von Ihren Mitarbeitern. Dann haben Sie den Bereich der Stellenbörsen, auch Kontaktpunkte und dann als hohe Kunst und technologisch ein bisschen ausgereifter das Mobile Marketing Apps und Virtual Reality, Augmented Reality, Immersion. Das sind so Begrifflichkeiten, die dann immer technischer werden, allerdings aufwendiger auch und auf der anderen Seite natürlich auch eine höhere Beziehung zu Ihren Zielgruppen bieten. Einmal durchatmen, das ist ganz schön viel. Aber Schwerpunkte eben Webseite, Business-Netzwerke und YouTube. Das wären so meine drei Lieblingsinstrumente generell. Aber Sie sehen bewusst da unten der weiße Bereich. Wenn Sie direkt auf die Zielgruppen wirken, ist das mit dem Vertrauen nämlich so eine Sache. Was ist besser? Und zwar, wenn andere Menschen über Sie positiv reden. Ihre Mitarbeiter, Verbände, Journalisten, Blogger und YouTuber. Und die können Sie nämlich auch durch PR-Maßnahmen einbinden in die Kommunikation. Nach innen, das Thema interne Kommunikation, weit unterschätzt. Also immer, wenn wir mit Belegschaften sprechen, also wir fragen vorher die Geschäftsführung, die sagen, ja, unsere Mitarbeiter wissen Bescheid, die kennen sich aus. Aber wenn wir dann mit den Belegschaften eben Analysen machen, dann sagen die immer, ich weiß gar nicht, was die da oben machen, ich kriege nichts mit. Und das ist ein großes Thema, diese Lücke zu schließen. Dann haben wir den Bereich Lobbying, Arbeit mit Verbänden, mit Politik, Agentur für Arbeit beispielsweise, dass man da größere Events macht. Dann haben wir den Bereich Pressearbeit. Auch Sie als kleines Unternehmen können in Ihre Lokalzeitung, ich weiß gar nicht, wie die heißt dann jeder, Allgäuer Anzeige, Augsburger Allgemeine ist schon ein bisschen groß, aber da gibt es bestimmt irgendwas wie die Bodensee-Zeitung oder sowas. Allgäuer Zeitung. Ich war schon nah dran. Aber so kleine Zeitungen, die gibt es, auch Anzeigenzeitungen, die am Wochenende verteilt werden. Und die sind dankbar, wenn Sie als Unternehmen kleine Informationen zur Verfügung stellen. Beispielsweise über ein Jubiläum eines Mitarbeiters, über einen Geschäftsübergang, über eine Vater-Sohn-Geschäftsführung, über erfolgreiche Azubi-Prüfung. Und das können Sie als kleine Mitteilung einfach an Ihre lokale Redaktion schicken. In der Regel heißt die E-Mail auch Allgäuer Zeitung. Allgäuer Zeitung beispielsweise. Das ist ganz einfach und die sind dankbar per Mail, wenn sie diese Informationen bekommen von Ihnen. Und dann haben Sie natürlich als großes Thema, muss ein bisschen mehr geplant werden, den Blog Influencer Relations, wo Sie mit Bloggern und YouTubern beispielsweise arbeiten. Das haben wir auch schon mit Unternehmen gemacht, wo wir Blogger eingeladen haben
die durch die Stadt in Bremen geführt haben. Die durften dann eine Weserfahrt machen, durften mit der Geschäftsführung reden, durften sich durchs Unternehmen führen lassen. Und diese Blogger werden halt gelesen von den Mitarbeitern dieses Unternehmens oder den gewünschten Mitarbeitern dieses Unternehmens. Und die haben in ihrem Blog dann positiv über dieses Unternehmen berichtet. Und das führt genau zu diesem Effekt, dass man mit einem höheren Vertrauensvorschuss ihre Wunschzielgruppen erreicht. Und das ist halt das Einfachste, was PR leisten kann, Pressearbeit, Lobbyarbeit und auch in die interne Kommunikation zu gehen. Also ist PR eben nicht nur Pressearbeit, wie sie oft definiert wird, das hatten Sie ja eh nicht gesagt, sondern PR hat viel, viel mehr Möglichkeiten und Kanäle. Das ist die technische Frage. Jetzt kommen Sie natürlich dazu, boah, ey, ich habe doch nichts zu erzählen. Wissen Sie, wie oft ich das höre bei meinen Kunden, wenn ich dann neu ins Gespräch komme und sage, lass uns mal mit einem kleinen Kurzworkshop Redaktionsplan anfangen. Ich habe doch nichts zu erzählen, da passiert doch nichts. Oder auch mit Kunden, mit denen ich länger zusammenarbeite, ist es immer ganz witzig. Denen fällt auch nichts ein. Und wenn ich dann nachfrage oder eine Idee einwerfe und sage, wir haben doch mal darüber gesprochen, ach ja, dann machen wir ja doch was. Und das kann man auch konzeptionell so ein bisschen mehr machen. Und zwar gibt es für die PR, und das ist eines der Themen, die ich auch immer mit meinen Kunden dann als Basis erkläre, bevor wir dann zusammenarbeiten, die Nachrichtenwerte. Und das ist wirklich ein interessantes Thema, weil es gibt kulturunabhängige Faktoren und es gibt kulturabhängige Faktoren, Nachrichtenwerte. Und jetzt wird es interessant, wenn wir über die kulturabhängigen Faktoren nachdenken, da geht es ja auch immer, was ist relevant für Leser, was ist relevant für meine Kunden, was ist relevant für Mitarbeiter, was ist relevant für Bewerber, was ist relevant für Lieferanten beispielsweise, was ist relevant für Produzenten, was ist relevant für Politik. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier gucken in den Bereich Elite-Nation, Elite-Person, wenn heute in unserer kleinen Runde hier, gut, die würde jetzt vielleicht auch real stattfinden und nehmen wir mal an, Markus Söder und wie heißt der andere, Armin Laschet, würden in unserer Runde sitzen und auch sich mal beraten lassen, wie gute PR aussieht, täte denen auch gut. In dem Moment wäre draußen, das können sich alle vorstellen, eine Meute von Journalisten, Medienvertretern, keine Ahnung, Fans, wie auch immer, die nur darauf warten, zu sehen, wie die arbeiten. Das sind nämlich so Elite-Personen. Das heißt, wenn Sie die Kontakt haben zu einem Kunden, der erfolgreich ist, ich habe einen Kunden, der hat zum Beispiel Bundesligisten schon betreut. Und da sind wir gerade dran, diese Bundesligisten in die Kommunikation irgendwie als Referenz oder wie auch immer einzubeziehen oder als Bestätigung, dass das Produkt und Dienstleistung dieses Kunden sehr, sehr gut sind für Profisportler, weil das ja bekannte Elite-Leute sind, also abstrakt gesprochen oder Prominente am Ende. Das sind eben die Geschichten, die Sie aus der PR ziehen. Und Sie haben vielleicht den einen oder anderen bekannten großen Kunden, den Sie beliefern, sei es ein FISMA, wie auch immer. Und da kann man sich immer überlegen, wie kann ich daraus eine schöne Geschichte stricken. Andere Themen, lokale, kulturelle, zeitliche Nähe. Also wenn Sie jetzt im Allgäu irgendeine Nachricht aus Mecklenburg-Vorpommern lesen, ist das jetzt nicht so relevant, weil das ja echt nicht in Ihrer Nähe ist. Aber passiert zufällig was in Kempten oder in Augsburg oder wo auch immer, in dem Moment haben Sie auch eine räumliche Nähe und achten mehr auf die Nachricht. Und deswegen, das geht auch ganz lokal, das gilt für Sie als lokaler Player in Ihrer Region, können Sie diesen Faktor auch spielen. Wir arbeiten für die Region, wo wir gerade sind, Innenstadt, wie auch immer. Wir sind Unternehmen aus Innenstadt und machen für Innenstadt gute Arbeit, weil wir uns einsetzen mit CSR, ne? Also Corporate Social Responsibility. Und so entstehen Nachrichtenwerte für Medien, aber auch für eine breite Bevölkerungsgruppe, weil die dann sagt, oh, die setzen sich ja ein, die sind ja total super. Ja? Und das ist der Hintergrund der kulturabhängigen Faktoren. Und das ist für Sie vor allen Dingen relevant. Kulturunabhängige Faktoren sind eben so Themen aktuell, das größte Thema, was uns natürlich alle beschäftigt, was in den Medien hoch und runter läuft, bis es uns zum Hals raushängt. Die Antwort gebe ich selbst oder die gebe ich gar nicht. Ja, doch, die gebe ich, Corona. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, auf den Corona-Zug in irgendeiner Art und Weise aufzusatteln. Dass man sagt, okay, ich beziehe mich da drauf und gebe eine Meinung, eine Position dazu ab. Und so entsteht der Nachrichtenwert Eindeutigkeit. Ich hatte heute einen super Termin mit einem Kunden über das Thema Positionierung und er hat verstanden, dass er sich in seiner Branche, es geht um Personalvermittlung im weitesten Sinne, dass er sich stärker positionieren muss und auch abgrenzen muss. Und wir erarbeiten gerade Positionen, die vielleicht nicht der Masse gefallen,
aber unter Umständen den Kunden, die er ansprechen möchte. Und damit geht das mehr in den Bereich Eindeutigkeit. Also Helmut Schmidt, der große Helmut Schmidt, hat ja klugerweise auch mal gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. Und das sollten wir uns auch in der PR hinter die Ohren schreiben. Also wir müssen nicht jedem gefallen. Nachrichtenwerte 1. Nachrichtenwerte 2. Jetzt wird es nochmal ein bisschen konkreter. Sie überlegen sich also vorher, wir haben hier ein Thema, wir haben hier ein neues Produkt oder wir machen irgendwas für Innenstadt im Allgäu, irgendwas ganz Tolles. Und jetzt müssen Sie daraus ja einen Text oder irgendetwas anderes schaffen. Und dann gibt es eben diese drei Bereiche für den Nachrichtenwert. Was machen wir daraus? Wir können einmal erzählen, ganz allgemein, was bedeutet das für die Region, dass wir uns engagieren, dass wir darauf achten, eine gewisse Gesundheit, Nachhaltigkeit, Rechtsstaatlichkeit, wie auch immer, zu unterstützen. Auf der anderen Seite geht es auch um Gebrauchswert. Also was ich sage, mit der Information, wenn du die hast, dann weißt du, wie du am besten den neuen, ich weiß nicht, was da gibt, Maschinenbauer, keine Ahnung, da gibt es halt den neuesten Kärcher oder sowas. Ich weiß nicht, was da gebaut wird in der Region. Und dann kann man auch beschreiben, wie kann ich mit dem Kärcher beispielsweise bestmöglich meine Dachterrasse sauber machen. Das hört sich banal an. Aber diese Geschichte im Blog, bei YouTube, in den sozialen Medien und eventuell als Pressearbeit ist ein Nachrichtenwert. Der neue Kärcher ist halt Überraschung, Momentum, wird Ihnen präsentiert von dem Bürgermeister, der hat den auch und der Kärcher hat sich den Balkon überspitzt formuliert. Und das wäre auch der Gebrauchswert. Und in dem Moment, wo wir natürlich über Prominenz reden, haben wir auch so eine Art Unterhaltungsgesprächswert. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, irgendeinen Prominenten mal mit Ihrem Unternehmen in Verbindung zu bringen, dann entsteht eben dieser Unterhaltungs- und Gesprächswert. Und letztlich geht es um die Story. Das ist eigentlich das einfachste Prinzip, was Sie haben. Sie gucken, dass Sie eine Heldin oder einen Helden haben. Das sind nämlich nicht Sie, das sind Ihre Kunden. Die haben Probleme, die haben eine Krise, da passiert irgendwas. Und dann kommen Sie als Helfer, Helferin, unterstützen bei dem Problem und es gibt eine Lösung und alle sind zufrieden und glücklich. Storytelling ist klassische PR. Sie kennen das aus der Bibel, Sie kennen das aus Herr der Ringe, Sie kennen das aus, auch heute, allein wenn man die Medien guckt, Storytelling passiert, auch in Corona-Zeiten, auch mit Corona, wie auch immer, Beteiligten. Auch da gibt es eine Heldin, die hat eine Krise, dann gibt es Helfer und eine Lösung. In dem Moment verknüpfen wir das. Und Storytelling ist die große Kunst der PR. Ist nicht ganz einfach, aber wenn Sie Geschichten erzählen, in Ihrem Blog, bei YouTube und Referenzen dann auch sammeln mit Ihren Kunden, dann kommen Sie ganz schnell auf tolle Geschichten. Und diese Geschichten sind nichts anderes als ein positives Image und Vertrauen. Und in dem Moment entsteht Reputation, die ich am Anfang genannt habe. Das ist für mich die größte Kunst, nicht ganz trivial, aber wenn Sie die Nachrichtenwerte schon mal haben, kriegen Sie das auch hin. So entsteht eigentlich PR. Und jetzt nähern wir uns natürlich zu dem Spannenden, was kostet der ganze Spaß, wenn ich das nicht selber machen kann und selber machen möchte. Und da gibt es Grundlagen. Wir kommen auch gleich nochmal zum Frageblock. Ne? Sie können nachhaken. Und zwar gibt es verschiedene, ja, wie sagt man denn, hier das, die Quelle sehen Sie unten hin, ist das sogenannte PR-Trendbarometer. Der Branchenverband macht immer eine Erhebung und guckt immer nach, was das wie unterschiedlichen Leistungen kosten und so weiter. Weil wir sind ja in dem Bereich Unternehmensberatung und da gibt es ja keine, wie bei Anwälten, irgendwas in Fixum, sondern hier kann jeder ja seinen Preis selber machen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel lokal in Ihrem Ort im Allgäu eine kleinere PR-Agentur nehmen, es gibt auch, die ist für eine größere PR-Agentur, da steht zum Beispiel bis 10 Angestellte drin, würde mich jetzt zum Beispiel auch als Freiberufler, würde es mich auch treffen, dann sieht man eben die verschiedenen Bereiche, die Sie sehen. Sie sehen den klassischen PR-Beratungsbereich Senior, würde jetzt zum Beispiel auf mich zutreffen. Da sehen Sie die Bandbreite von 70 bis 125 Euro. Da liege ich auch tatsächlich mittendrin. Aber es gibt natürlich Sonderthemen, sowas wie Krisenkommunikation, Litigation PR, wo der Markt einfach enger wird. Das wissen Sie selber als Hidden Champions, wo dann auch 175 Euro die Stunde anfallen, weil die Arbeit viel höher ist. Und natürlich viel kurzfristiger auch zur Verfügung stehen muss und dafür meine Ausbildung idealer ist. Also so zum Hintergrund. Also diese 70 bis 125 sind so für den Senior in einer kleinen PR-Agentur, je nachdem, wie gut man sich fühlt und wie gut man im Markt vertreten ist, ist das realistisch.
Und dann sehen Sie eben so runtergebrochen verschiedene andere Themen, Sekretariat, das kennen Sie alles. Ich meine, 35 Euro ist eine Frechheit, das ist ja hart am Mindestlohn. Und aber das sind so, ich schicke Ihnen das rum, das können Sie sich auch später nochmal angucken. Und dann sehen Sie weiter da unten sogenannte pauschalisierungsfähige PR-Leistung. Das sind so Dinge, die regelmäßig anfangen. Und wenn wir zum Beispiel das Thema PR-Konzeption sehen, das heißt, jemand kommt zu Ihnen aus einer kleinen Agentur und überlegt mit Ihnen, wer Sie sind, wer Ihre Zielgruppen sind, welche Bedürfnisse die Zielgruppen haben, wie Sie die lösen, welche Maßnahmen helfen und wie man kommuniziert, einen Redaktionsplan und so weiter. Wer das mit Ihnen erarbeitet, in der Regel sage ich Ihnen ganz offen, mit einer kleinen PR-Konzeption kommen Sie nicht weiter, reden wir von einer mittleren PR-Konzeption und die liegt halt eben so bei 3.500 Euro plus minus und damit können Sie dann anfangen zu arbeiten, haben eine Jahresplanung und so weiter. Und so können Sie das dann auch erarbeiten und unten sehen Sie dann eben die kontinuierliche PR-Beratung. Das mal so als erste Übersicht. Ich komme nachher auch nochmal zu einer Idee. Dann haben wir den Bereich, auch hier nochmal das Trendbarometer und unten sehen Sie den Rotstift. Der Rotstift ist ein ganz, ganz dicker Katalog, der eigentlich für die Werbung ist, aber zur Werbung, die zählen dann auch so ein paar PR-Themen dazu. Und hier haben wir zum Beispiel für so einen Fachartikel, der geschrieben werden soll, ca. 2.600 Euro. Das ist schon teuer, finde ich wieder. Während die Pressemitteilung mit 880 Euro relativ günstig ist. Und so sehen Sie dann oder seht ihr dann, dass das halt unterschiedlich gewichtet werden kann, mit wem man auch zusammensitzt. Für mich ist die Pressemitteilung, die Sie da sehen, liegt halt für den Rotstift zwischen rund 700 und 1.400 Euro. Also die Bandbreite ist groß, weil man ja auch nie genau weiß, wie viel Aufwand habe ich mit dem Kunden, also weil Abstimmungsprozesse da liegen, oder auch mit der Recherche. Jetzt denken Sie, boah, das ist aber ganz schön viel, das ist ja die Hölle, wie soll ich das denn tun? Und deswegen, ich sage Ihnen mal, was so das ideale Modell ist, was Sie auch mit Ihren PR-Agenturen vor Ort besprechen können, was Sie natürlich auch mit mir besprechen können. Ich nenne das den Monatsretainer. Ein Monatsretainer ist, Sie bekommen ein bestimmtes Stundenkontingent des Fachwissens Ihres Experten, Ihres PR-Beraters, Ihrer PR-Agentur und zahlen dafür ein Fixum im Monat. Und der große Vorteil sind eben diese drei oder vier Punkte, die ich da aufgezählt habe. Dieser Monatsretainer, wenn Sie die Chance haben, sowas abzuschließen mit Ihrem PR-Berater, der ist super bequem. Sie haben immer einen Ansprechpartner, sozusagen Ihre externe PR-Agentur. Es gibt weniger Stress, weil Sie können alles, was an PR-Themen ist, bei ihm mehr oder weniger ab oder ihr mehr oder weniger abladen. Und sie bringt Ihnen aber auch Dinge mit. Also das heißt, also Themen mit, Ideen mit. Das heißt, Sie müssen nicht ständig die Aufmerksamkeit weg von der Arbeit hin auf die Kommunikation legen. Das Schöne am Monatsretainer ist aber das Thema persönlich. Es ist halt auch sehr individuell. Man hat auch schnell und unkomplizierten Kontakt, weil man sich regelmäßig kennenlernt. Man sieht sich regelmäßig. Man hat da einen Joe Fix einmal im Monat. Man kann kurz den Hörer in die Hand nehmen und sagen, ey, Scheidweiler, mach mal dies und jenes, geht das? Und das ist einfach viel einfacher, als wenn man immer wieder überlegen muss, wie viel Aufwand steckt dahinter, wann darf er, wann kann er. Und damit auch verbunden das Thema Sicherheit. Sie kaufen sich also Know-how bei Ihrem PR-Berater vor Ort ein und Sie wissen auch auf Dauer, wie teuer das wird. Also Sie müssen nicht ständig neu nachverhandeln. Sie machen einen Jahresvertrag, also 12 Monate im Prinzip. Da hat sie ja gesagt, dass ein Jahr Sinn macht. Und Sie wissen genau, das kostet mich ein Jahr so und so viel. Und dann kann man nach einem Jahr überlegen, hat mich das weitergebracht. Und was ich oft erlebe, ist das Thema motivierend. Mitarbeiter, mit denen ich dann in Kontakt komme, haben auch Spaß. Also sie merken langsam, bewegt sich was. Also das ist so ein super Effekt. Mitarbeiter kommen dann auf mich zu und sagen, ja, das ist ja cool, dass wir was machen. Ich habe ja was im Internet gefunden von uns, in diesem Internet. Oder ich habe in der Zeitung einen Artikel gelesen. Verrückt. Und die Mitarbeiter freuen sich auch. Und die Ergebnisse wirken eben nachhaltig. Also es passiert was, es bewegt sich was im Unternehmen. Und das Ganze macht dann halt auch tierisch Spaß. Das ist der Monatsretainer. Also er ist bequem, er ist persönlich, er ist sicher, er ist motivierend. Und das rate ich Ihnen, wenn Sie nach einer PR-Agentur vor Ort suchen, PR-Agentur Innenstadt, PR-Agentur Kempten, Augsburg wird sicherlich welche haben, dann sollten Sie auf dieses Angebot drängen oder mal nachfragen, ob die das machen. Das ist für Sie als Mittelständler oder als kleines Unternehmen wirklich ein tolles Tool.
So sieht das bei mir dann zum Beispiel aus, wenn man über ein Pauschalpaket redet, dann hat man beispielsweise, das kann man, wie gesagt, ich schicke Ihnen das zu, das können Sie auch abgleichen mit den anderen Angeboten. Hier geht es ja wirklich einmal um so strategische Themen, aber auch Webseiten werden betreut, Social Media, Pressearbeit etc. Also es gibt immer wieder neue Ideen und das ist eben der volle Rundumschlag. Sie bekommen dadurch eine PR-Expertise, die Sie intern vielleicht gar nicht aufbauen können. Damit bin ich am Ende meiner Ausführung zum Thema PR. Sehen Sie auch weitere Videos unter youtube.com/scheidweiler PR. Wir machen Sie fit für die Öffentlichkeit.